Auf dieser Insel wird nichts gesät oder gepflanzt. Hier wächst alles von selbst. So fruchtbar ist diese Erde. Weinstöcke müsste man hier anbauen. Das wäre eine Freude. Aber hier gibt es nichts, außer ein paar wilden Ziegen. Was ist denn das da? Wo denn? Da drüben. Das ist doch Rauch. Ich hole die Gefährten, Odysseus. Und dann schnell fort. Warum denn? Fortgehen, ohne zu wissen, wer da wohnt? Du hast doch selber gehofft, hier auf Menschen zu treffen. Und davor habe ich plötzlich Angst. E poi chi può vivere in un'isola così trascurata? Soltanto qualche povero selvaggio. Ti prego, Ulisse, la provvista è fatta. Perché non hai tirato? A che cosa stai pensando? Penso a quell'uomo. Was geht dieser Mensch dich an, Odysseus? Er muss ja kein Wilder sein, Eurylochos, oder ein Räuber. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Aber selbst wenn er ein Wilder ist, wovor sollten wir uns fürchten? Ich will ihn kennenlernen. Auch ein Wilder ist ein Mensch. Und wenn wir schon in seiner Nähe sind, dann wollen wir etwas über ihn erfahren und ihm unser Vertrauen erweisen. Oder sollen wir vor ihm fliehen wie Diebe? Was ist das? Ein Riese, Odysseus. Ein Monstrum. Oder ein Gott. Ein Gott? Ein Ungeheuer, das die Insel beherrscht. Wir sollten die Insel so schnell wie möglich verlassen, sonst werden wir es bereuen. Nicht so laut. Wir könnten bei einem Gott zu Gast sein. Ich wählte die 12 Tapfersten unter meinen Gefährten aus. Ich dachte, das wären genug, um gegen jede Überraschung gewappnet zu sein, die uns auf dieser unheimlichen Insel begegnen würde. Die übrigen ließ ich beim Schiff zurück. Sie machten es klar zum Auslaufen. Wir 13 folgten den Spuren. In einem ziegenledernen Schlauch trugen wir Wein mit uns. Maron, ein Priester Apollons, hatte ihn mir geschenkt. Denn im Kampf gegen die Kikonen hatten wir ihn und seine Familie verschont. Süß und unverfälscht war der Wein, ein Göttergetränk. Einen Becher davon goss man in 20 Becher mit Wasser, so stark war der Wein. In einem Beutel trugen wir Speisen mit uns. Die Spuren endeten vor einer Höhle. Von außen schien die Höhle klein. Wir gingen hinein und tasteten uns vorsichtig weiter, doch die Höhle war so groß, dass unsere Schritte widerhallten und wir wie erstarrt waren vor Erstaunen bei allem, was wir dort sahen. Odysseus? Hm? Was ist denn? Habt ihr was gefunden? Glaubst du jetzt immer noch, dass ein Ungeheuer hier wohnt? Komm rüber, Elphenor! Sieh dir das an! Sieh dir die Seile an! Die hat doch kein Ungeheuer geflochten. Na, was sagst du? Probier mal seinen Käse. Gut. So machen die Hirten ihren Käse. Lass ihn dir schmecken. Eurylochos! Sieh dir das an. Hier oben ist das Lager unseres Gastgebers. Da ist bequem Platz für uns alle. Die Fälle hier sind nur für seinen Kopf, das ist unvorstellbar. Jetzt wird mir aber wirklich unheimlich. Nun will ich aber auch wissen, wie groß er ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht große Schritte? Aber das ist unmöglich, Odysseus. So groß kann kein menschliches Wesen sein. Glaubst du? Sieh dir an, wie groß seine Axt ist. Die könnten wir leicht als Anker benutzen. Welche Kraft muss ein Mensch haben, der mit dieser Axt arbeitet?
Oh, das schmeckt! So süß ist die Milch! Am liebsten würde ich mich einstürzen! Sieh ihn dir an. Komm, Odysseus, wir nehmen von dem Käse so viel wir können und dann fliehen wir? Ja. Wir sind doch keine Diebe, Eurylochos. Außerdem wäre es jetzt zu spät. Hörst du? Unser Gastgeber kommt nach Hause, scheint mir. Was sehe ich da? Was macht ihr in meiner Höhle? Kommt näher, damit ich euch besser sehen kann. Wie viel seid ihr? Ich habe schon so lange keinen Menschen auf der Insel gesehen. Wer seid ihr? Wir sind Griechen und kommen vom fernen Troja. Wir wollten nach Hause, nach Ithaka, aber die Götter haben es anders beschlossen. Ein Sturm hat uns auf deine Insel verschlagen. Und jetzt bitten wir um deinen Schutz. Du bist so stark, dass du den Göttern näher stehst als wir. Wir bitten dich, unsere Freundschaft anzunehmen und uns gastlich zu bewirten. Ich bitte dich darum im Namen des Zeus, der Retter der Schutzsuchenden ist. Ich bitte dich im Namen des gastlichen Zeus, der die Schritte der Wanderer lenkt und ihre Rechte achtet. Fremder, ein Narr musst du sein oder von weit her kommen, dass du es wagst, mir von den Göttern zu reden, mir befehlst. Die Götter zu fürchten, die Götter zu ehren, nichts weißt du. Redet mir von den Göttern, mir Polyphem, aus dem Geschlecht der Zyklopen. Wir kümmern uns nicht um die Götter. Aus Angst vor Zeus brauche ich euch nicht zu verschonen. Ich kann dich genauso vernichten wie deine Gefährten, wenn es mich danach gelüstet. Aber hab Vertrauen, wo ist dein Schiff? Hier in der Nähe? Liegt das an der Küste vor Anker? Wir haben hier viel Stürme. Unsere Küste ist ein schlechter Ankerplatz. Nahe bei der Höhle weiß ich einen Hafen für euer Schiff. In diesem Augenblick war mir klar, dass er uns hintergehen wollte. Dieser Polyphem war so klug wie ein Mensch. Wenn er erst wusste, wo unser Schiff lag, dann gab es für uns keine Rettung mehr. Wir alle waren schon jetzt seine sichere Beute. Und er wusste es. Er wusste es, wenn er uns mit seinem grässlichen Auge ansah. Er wusste, dass der Lichtschacht an der Decke der Höhle für uns unerreichbar blieb. Ich musste seinem Hinterhalt mit einer List begegnen. Dein Vater Poseidon hat uns auf diese Insel verschlagen. Unser Schiff ist zerstört und gesunken. Allein wir konnten uns retten. Unsere Gefährten sind tot. Ah, 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 ah.
Nächste von uns sein, den er frisst. Im Augenblick niemand. Sieh hin, er schläft ganz fest. Hör, wie er schnarcht. Du riskierst dein Leben für nichts, Odysseus. Spiel nicht den Helden. Soll ich denn untätig warten, bis er uns tötet? Besinn dich, wo hast du deine Schleue gelassen, Odysseus? Auch wenn du sein Herz mit dem Schwert durchbohrst, sind wir verloren. Merkst du das nicht? Theresa hat den Eingang der Höhle mit einem Felsblock zugesperrt. Der ist zu schwer für uns. Er hält uns gefangen. Ja, du hast recht. Aber was ich eben gesehen habe, das war so schrecklich, dass ich nicht mehr wusste, was ich tat. Mehr noch als die Angst vor dem Ungeheuer lähmte mich die Wut. Gegen Polyphem konnten wir nicht kämpfen. Meine Gefährten beteten ohne mich, denn ich sann auf eine List. Irgendeine List musste es geben, um dem Ungeheuer zu entkommen. Irgendeine. Aber welche? Diese Nacht in der Höhle des schlafenden Polyphem war die längste und schrecklichste Nacht unseres Lebens. Und ich hatte sie dahin geführt. So durfte unser Leben nicht enden, nicht so. In der grausigen Verlassenheit einer Höhle, fern von allen Menschen, fern von allem, was im Licht der Sonne glänzt. Am Morgen verließ Polyphem mit seinen Schafen die Höhle und verschloss sie mit dem Felsblock. Das Tageslicht, das durch die Felsspalte drang, schien uns wie eine Verheißung. Erst am Abend würde der Riese mit seiner Herde wiederkommen. Wir hatten noch einen ganzen Tag zu leben. Bei diesem Gedanken reifte in mir ein verwegener Plan. Es ist entsetzlich. Den Krieg und alle Gefahren danach haben wir überlebt, um dann in dieser Höhle zu sterben. Wo man sich nicht einmal wehren kann. Du allein trägst die Schuld. Wir hätten nie auf dich hören sollen. Du redest zu viel. Du hast ein zu kurzes Gedächtnis. Lass ihn nur reden. Viele Jahre segeln wir schon über die Meere. Haben wir uns der Heimat auch nur genähert, Odysseus? Das ist doch nur seine Schuld!
Odysseus, ich will noch nicht sterben. Ich will nicht gefressen werden. Warum hast du mich denn nicht auf der Lotusinsel gelassen? Sag doch, warum? Beruhige dich. Ich werde euch retten. Aber das kann ich nur, wenn ihr mir gehorcht. Ist einer unter euch, der sich weigert? Ich weigere mich. Mir reichen jetzt deine Befehle. Ach, lass mich. Jetzt hört mir gut zu. Wir werden uns befreien, auch wenn wir kleiner sind als er. Aber wir sind doch Menschen. Ich weiß seine List. Wir müssen diesen Stamm schälen. Er muss so sauber und so glatt sein wie ein Schiffsmast. An die Arbeit! Nachdem wir den Stamm geschält und geglättet hatten, härteten wir ihn im Feuer. Danach versteckten wir ihn. Den ganzen Tag ließen wir untätig vergehen und warteten auf Polyphem. Dann entschlossen wir uns, das Los entscheiden zu lassen, welche Gefährten meinen Plan verwirklichen sollten. Wartet noch. Ich will mein Geschick nicht von eurem trennen. Die Lose fielen günstig. Sie bestimmten genau die vier, die ich selbst für jenes gefährliche Unternehmen ausgewählt hätte, das so viel Mut erforderte. Herakleon, Perimedes, Eurylochos, Elpenor und mich selbst.
Noch einmal mussten wir mit ansehen, wie Polyphem zwei unserer Gefährten zerfleischte. Jetzt war der Augenblick gekommen. Ich musste ihm von dem Wein geben, um ihn zu betäuben. Der Wein war von einem Priester Apollons. Man musste ihn 20-fach verdünnen, bevor man ihn trinken konnte. Unverdünnt war der Wein so stark, dass er selbst einen Riesen wie Polyphem betäuben musste. Polyphem, schon wieder hast du zwei von unseren Gefährten gefressen. Trink diesen Wein, wir haben ihn im Vertrauen auf deine Gastfreundschaft mitgebracht. Und wer sagt mir, dass ich dir vertrauen kann? Vielleicht willst du mich betäuben. Ich will, dass du zuerst trinkst. Ich will noch mehr davon trinken. Ich will noch mehr von deinem Wein, hörst du? Du hast verdient, dass ich dich gut bewirte. Ich werde dafür sorgen, dass du keinem Menschen erzählen kannst. Polyphem vom Stamme der Zyklopen weiß nicht, was Gastfreundschaft ist. Polyphem weiß nicht, die Götter zu ehren. Wie heißt du? Sag's mir! Ich habe einen berühmten Namen, Polyphem. Du kannst ihn gerne erfahren. Aber du musst mir versprechen, dass du mir das Gastgeschenk auch machst, von dem du gesprochen hast. Hör zu, Polyphem. Sprich! Ich höre! Mein Name ist... Niemand. Mein Vater, meine Mutter und meine Gefährten, alle nennen mich Niemand. Niemand heißt du? Dann will ich dir sagen, welches Gastgeschenk ich dir mache. Zuerst werde ich alle deine Gefährten fressen, der Reihe nach. Und zuletzt, wenn keiner mehr übrig ist, dann fress ich dich. Mich hat das Los nicht bestimmt, Odysseus. Lass mich dabei sein. Oh.
Vorher. Jetzt werden die anderen Zyklopen kommen und ihm helfen. Es gibt keine Rettung für uns. Jetzt müssen wir alle sterben. Es war keine gute List, Odysseus. Wir hätten ihn schlafen lassen sollen. Auf jeden Fall haben wir unsere toten Gefährten gerecht. Helft mir doch, Zyklopen! Helft mir, Brüder! Keiner will mich gewaltsam töten, aber niemand tötet mich durch seine List. Wenn einer dir Gewalt antut, und niemand dich tötet, dann flehe zu deinem Vater, dem Meeresbeherrscher Poseidon. Gegen Schmerzen, die Zeus dir schickt, ist kein anderes Mittel. Der Riese suchte uns, aber vergebens. Meine List mit dem Namen hatte Polyphem besiegt, aber noch waren wir in der Höhle. Wenn wir herauskommen wollten, musste ich noch eine List ersinnen. Nach einiger Zeit blökten die Schafe, sie wollten auf die Weide. Polyphem wälzte den Felsblock beiseite, um sie herauszulassen. Aber der Riese tastete alle Schafe ab. Wir konnten die Höhle ja nur verlassen, solange er die Tiere hinausließ. Ich befahl den Gefährten, die Schafe paarweise zusammenzubinden und sich an ihren Bäuchen festzuklammern. Ihr müsst ohne mich gehen. Ich kann euch jetzt nicht mehr führen. Ihr müsst eure Weide allein finden. Ihr habt keinen Helden mehr. Er ist blind. Wartet nur, ich werde mich rächen. Diese hinterlistigen Griechen fressen werde ich sie. Beeilt euch doch, fester zusammenbinden. Oh, dieser Niemand, wenn ich nur wüsste, wo er sich verbirgt, zerschmettern würde ich ihn, dass sein Hirn durch die Höhle spritzt. Unter den Bäuchen der Schafe brachten sich die Gefährten in Sicherheit. Erzähl, wie du selber entflohen bist. Du hast den Gefährten geholfen, aber was hast du selber gemacht? Ich krallte mich fest an den Bauch eines Widders. Sein Lieblingstier aus der Herde. Als Letzter kommst du aus der Höhle, sonst bist du doch immer der Erste. Pflückst dir zuerst auf der Weide dein Gras und am Abend bist du als Erster von allen im Stall. Warum bist du heute der Letzte? Sie haben mich geblendet, du fühlst, dass ich sehe nichts mehr. So ein elender, winziger Mensch hat mich geblendet. Erst hat er mich berauscht mit süßem Wein. Niemand heißt dieser Mensch. Aber er ist in meiner Gewalt. Ich werde ihn finden und ich werde ihn töten. Wenn du nur meine Sprache verstehen könntest, wenn du zu mir reden könntest, du würdest mir sagen, wo er sich versteckt. Du würdest mir sagen, wo er ist, dieser Kerl. Oh. Geh jetzt, geh auf die Weide. Geh, ich bin blind. Ich kann euch nicht. Polyphem war so sehr von seinem Schmerz überwältigt, dass er nichts ahnte. Aber kaum war ich draußen, schrie ich, schnell zum Schiff, schnell. Jede Sekunde ist kostbar. Wir waren in höchster Gefahr. Jetzt konnten die anderen Zyklopen uns finden. Komm, hier, in das Schaf! Lauft! Beeilt euch, es geht um unser Leben! Jetzt lauft doch! Schnell! Los, auf doch! Schnell, Ruder! Beeilt euch! Wo ist denn Odysseus? Odysseus!
Was hielt dich zurück auf dem Felsen? Warum blieb ich noch, anstatt mich aufs Schiff zu retten? Wäre es nicht klüger gewesen, zu den Gefährten zu fliehen? Zu schweigen? Polyphem! Du hast dich in mir geirrt, Polyphem! Dieser Niemand ist nicht feige, wie du gedacht hast. Und er hat seine toten Gefährten gerecht. Jetzt bist du blind, Polyphem, weil du in deiner eigenen Behausung deine Gäste verschlungen hast. Ich habe dir gesagt, Polyphem, dass Zeus unbarmherzig denjenigen straft, der im Bösen lebt wie du. Zyklop, hör zu, wenn dich je ein Sterblicher fragt, wenn er dich fragt, wer dich geblendet hat, dann sag ihm, der Städtezerstörer Odysseus war es. Der listige Odysseus hat dich besiegt. König von Ithaka, Sohn des Laertes, Odysseus. Das Augenlicht hast du mir geraubt, Odysseus. Ich habe es gewusst. Vor langen Jahren hat ein Prophet mir geweissagt, dass du kommst. Aber einen großen, stattlichen Riesen habe ich erwartet. Einen würdigen Gegner, der mit mir kämpfen würde, der mich besiegt. Und jetzt kommst du, so ein Ding, so ein Weichling, hintergeht mich mit List und blendet mich. Kommt zurück, Odysseus. Ich will euch bewilligen. Und ich will meinen Vater Poseidon bitten, dass ihr glücklich nach Hause kehrt. Oh, Vater Poseidon, reiche mich an ihn. Los, rudert, was ihr könnt. Er will uns zersplittern! Schnell, rudert doch! Rudert! Er wirft ihn uns nach! Ich flehe dich an, Vater Poseidon! Ich flehe dich an, Vater Poseidon! Du flehst umsonst um dein Augenlicht. Auch dein Vater Poseidon gibt's dir nicht wieder. Wenn ich nur könnte, du Ungeheuer, dann schickte ich dich in den Hades. Dein Herz würde ich dir aus dem Leibe reißen, du Bestie. Höre mich an, Poseidon, du erdumgürter Herr der Tiefen. Wenn ich wirklich dein Sohn bin, dann gib, dass Odysseus mit seinen Gefährten niemals nach Ithaka heimkehrt. Das war das Letzte, was ich von Polyphem hörte. Er bat seinen Vater, uns zu vernichten. Seine Bitte wurde erhört. Meine Gefährten sind tot. Deswegen siehst du mich allein zu deinen Füßen. In deiner Hand liegt mein Schicksal, Alkinoos. Steh mir bei. Was bittest du mich, Odysseus? Ich vermag nichts gegen die Mächte, die so viel stärker sind als wir Menschen. Und du allein hast sie entfesselt. Es könnte sich an uns rächen, wenn wir dir helfen, Odysseus. Aber Odysseus hat kein Verbrechen begangen. Er hat sich gewehrt. Polyphem ist schuldig geworden. Er hat unser heiligstes Recht verletzt, das Gastrecht. Die Zyklopen und wir haben den gleichen Vater, Poseidon. Und vergiss nicht, was Nausithoos uns geweissagt hat. Wegen eines Gastes wird Poseidon am Volk der Phäaken bittere Rache üben. Wegen eines Gastes, dem wir ein Schiff geben, damit er heimkehren kann. Die Prophezeiung sagte auch, wie wir bestraft werden. Das Schiff wird zerstört, das den Fremdling nach Hause bringt. Und ein Berg wird unsere Stadt verschütten und alles Leben vernichten. Weissagungen sind nur ein Teil der Wahrheit, Odysseus. Sie müssen sich nicht erfüllen. Wir wissen nur, dass wir gerecht bleiben müssen. Ich habe mich entschieden, Alkinoos. Ich kann auch von den Phäaken nicht das Unmögliche erbitten. Wenn der Hass eines Gottes mich zu euch verschlagen hat, dann kann ich nicht erwarten, dass ihr mir helft. Ich reise allein, ohne eure Hilfe, wie ich gekommen bin, auf meinem Floß. Edle Phäaken. Ich bitte unseren Gast, in seiner Erzählung fortzufahren, damit wir alle noch besser begreifen, warum das Schicksal ihn auf seiner langen Fahrt in die Heimat auch in unser Land geführt hat. Fahr also bitte fort, Odysseus. Du hast das Herz der Königin gerührt. Und wer dieses Herz bewegt, der kann die Götter nicht gegen sich haben.
Wir beweinten die Gefährten, die Polyphem verschlungen hatte, und stachen wieder in die offene See. Nach vielen Tagen kamen wir an eine Küste. Der Wind war so schwach geworden, dass wir rudern mussten. So beschlossen wir, einen Ankerplatz zu suchen. Wir kamen endlich in eine Bucht, in der wir ankern konnten. Aber kein Weg führte die steilen Felswände hinauf. Oben sah ich Türme, sah ich einen Palast, größer als der eines Königs. Ich beschloss, meinen Gefährten davon zu berichten. Sie waren entmutigt, und weil ich sie trösten musste, sagte ich ihnen nur die halbe Wahrheit. Hört auf zu rudern! Diese Insel habe ich schon gesehen. Ich täusche mich nicht, ich kann mich genau erinnern an den Umriss und die Farbe der Felsen. Aber es ist merkwürdig. An den Palast da oben kann ich mich nicht mehr erinnern, als ob er gar nicht da gewesen wäre. Ich will versuchen, das zu erfahren. Vielleicht ist ein Geheimnis um den Palast. Was seht ihr mich denn so an? Habt ihr Angst? Glaubt ihr, wir erleben jetzt überall so schreckliche Abenteuer wie das mit Polyphem auf der Zyklopeninsel? Aber seid beruhigt. Ich will euch nicht mehr gefährden. Ich gehe allein in den Palast. Nobile sovrano, io sono Ulisse, re di Italia. Ah, tu saresti il distruttore di Troia? Sì, nobile sovrano. Allora sei tu che hai inventato il cavallo di legno, vero? La tua fama è giunta sin qui. Io sono Eolo. Ho avuto da Zeus il dominio di tutti i venti. Tu vedi qui con me mia moglie e i miei figlioli. Il mio orgoglio. 3 maschi e 3 femmine. Li ho fatti sposare tra loro perché non andassero a sposarsi lontano, così posso averli tutti vicino a me. E non resterò solo. Gli ho imbandito una tavola perpetua, un banchetto che non ha mai fine. E tu parteciperai a questo banchetto fino a quando vorrò io. Ulisse. Si dice che tu abbia compiuto imprese straordinarie. Perché non ce ne racconti qualcuna per tenerci svegli? Mangia. La mia ospitalità sarà dolce e lunga. D'accordo. Per un mese intero mi tenne con sé in quella corte, obbligandomi a narrare e rinarrare sempre da capo i fatti e le avventure dei capi degli Achei. Ma quei fatti tragici erano per loro motivo di riso e di divertimento, finché, non potendone più, lo implorai di farmi partire. Egli non disse di no. Io non desidero, se ti è sgradito, trattenerti qui con noi, anche se ai miei figliuoli dispiacerà vederti ripartire. Ti ringrazio. Tu che tanto hai amato la tua terra da non permettere ai tuoi figli di lasciarla, tu capisci il desiderio della patria. Non solo ti capisco, Ulisse, ma posso anche darti il mio aiuto. Tu conosci il mio potere su tutti i venti. Ordinate ai servi di scoiarmi un vitello, che la pelle sia cucita in forma di ocre e che le cuciture siano doppie.
Ho imprigionato tutti i venti che spirano sul mare. Ne farò uscire uno, Zeffiro. Gonfierà le tue vele fino in patria. Quando sarai arrivato, getterai l'otre in mare. Tuttavia, perché io possa dartelo, devi dirmi una verità. Se tu mi mentissi, tornerebbe contro di te. Dimmi se un dio ti perseguita e ti impedisce il ritorno, perché in questo caso non mi è concesso di far dono dei venti a un semplice mortale. No, sovrano eccellente, nessun dio mi perseguita. Ho sempre fatto devotamente i miei sacrifici. Giura, Ulisse. Giura che mai offendesti il mio signore, il divino Poseidone. E avendo imprigionato i venti in quest'otre, potrei arrivare in patria senza tempesta. Giuro che mai offesi il tuo signore, il divino Poseidone, né col pensiero né con l'azione. Ruh dich jetzt aus, Odysseus. Übergib mir das Steuer. Lass nur. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Seit 9 Tagen und Nächten lässt du das Steuer nicht los. Was ist nur, Odysseus? Ich habe mir geschworen, am Steuer zu bleiben, bis ich Ithaka wiedersehe. Ithaka. Wir müssen bald da sein, Eurylochos. Wir müssen bald in Ithaka sein. Gib Acht auf den Schlauch, dass ihn niemand berührt. Jetzt haben wir auch Poseidon überlistet. Wissen, was er in dem Schlauch da versteckt hat. Seit er aus diesem merkwürdigen Palast gekommen ist, lässt er ihn nicht mehr aus den Augen. Der Kampf war gewonnen. Ich konnte schlafen. Was ist? Seid ihr eingeschlafen? Oder habt ihr den Verstand verloren, weil wir endlich da sind? Es ist wirklich Ithaka, oder doch? Was erzählen wir denn unseren Familien? So viele Jahre waren wir von der Heimat entfernt und wie kehren wir zurück? Wie die Bettler! Steht ihr da rum und glotzt mich an? Seid ihr vielleicht anderer Meinung? Dann habt ihr Angst, wenn einer sagt, was er denkt. Seht euch doch an, die berühmten Helden von Troja. Mit 12 Schiffen waren wir aufgebrochen, mit einem kehren wir zurück. Und dazu noch mit leeren Händen. Ich kann einfach nicht glauben, dass kein Gold an Bord ist. Ich will es genau wissen, und zwar sofort. Sei doch froh, dass du lebend nach Hause kommst. Nein, nach allem, was wir in diesem Krieg gelitten haben, reicht mir das nicht. Es ist eine Schande, wenn ein Krieger ohne Beute zurückkommt. Wer soll ihm dann glauben, dass er gesiegt hat? Unsere Beute ist doch mit den Schiffen untergegangen. Hast du das schon vergessen? Ich will wissen, was in diesem Schlauch ist. Warum macht Odysseus ein Geheimnis daraus? Ich werde schon erfahren, was drin ist. Und zwar gleich! Nein! Was hast du getan, Perry? Weißt du, was du getan hast? Die gefesselten Winde hast du befreit. Es ist deine Schuld. Ich hab nicht gewusst! Den Mast!
Der Sturm trieb das Schiff wieder aufs offene Meer hinaus. Alle Winde bliesen gleichzeitig und es war unmöglich, Herr über das Schiff zu werden. Und du bist Aeolus wirklich begegnet? Dem Beherrscher der Winde? Du hast uns die Wahrheit erzählt? Was soll diese Frage, Polybos? Dein Bericht stimmt mich nachdenklich, Alkinoos, und ich weiß nicht, was ich darin erblicken soll. Du stehst unter einem besonderen Schutz, Odysseus, aber andere Mächte sind gegen dich. Ich habe nach allem den Eindruck, dass du ganz allein deinen Weg bestimmst. Du hast Polyphem gesucht, anstatt ihn zu meiden. Du wolltest den Palast des Aeolus ersteigen, und im Angesicht deines Vaterlands hast du dich schlafen gelegt, als ob du selbst deiner Heimkehr im Wege stündest. Die Phäaken scheinen meinen Berichten wenig Glauben zu schenken, Alkinoos. Kein Phäake misstraut deinen Worten, Odysseus, glaub mir. Wir kennen deine Gesinnung, wir wissen, dass du weder ein Betrüger noch ein Schwätzer bist. Wem wir einmal unsere Gastfreundschaft gewähren, dem vertrauen wir auch. Wir wissen, dass du nur durch den Willen der Götter an unserer Insel gestrandet bist. Vielleicht wollen die Götter, dass du bleibst. Wenn du den Wunsch hast, in deine Heimat zurückzukehren, dann werden wir deinen Wunsch erfüllen. Wir geben dir ein Schiff und entlassen dich reich beschenkt. Aber wenn du hier bleiben möchtest, Odysseus, und ich bitte dich herzlich darum, dann werde einer von uns. Nirgendwo lässt man mich fort. Überall soll ich bleiben. Bei Kalypso 7 Jahre, einen Monat bei Aeolus und bei Circe 1 Jahr. Circe? Wer ist diese Circe? Circe ist eine Zauberin mit menschlicher Stimme. Sie ist die Schwester des Aietes. Ihre Mutter war Perse, Tochter des großen Okeans. Sie wohnt auf der Insel Aiea. Aber das ahnten wir nicht, als wir diese Insel anliefen. Wir wussten nicht, welch ein Geheimnis sie barg. Nach glücklicher Fahrt hatten meine Gefährten neuen Lebensmut gefasst. Wir gingen an Land, aßen und tranken nach Herzenslust und feierten ein fröhliches Fest. Nach so vielen Tagen auf offener See waren meine Gefährten überglücklich, endlich wieder an Land zu sein. Alle Strapazen waren vergessen, denn die Insel erschien uns wie die Erfüllung eines Traumes. In den Wäldern mochte sich Wild verstecken, das wir jagen konnten. Ganz in unserer Nähe sprudelte eine Quelle und die Bäume boten Schatten, in dem wir ausruhen konnten. Ich wusste nicht, ob wir dem Frieden dieser Insel trauen durften. Leichtsinn bringt Gefahr. Am Morgen, nachdem wir gelandet waren, wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich teilte meine Gefährten in 2 Gruppen ein. Eine führte ich und den Befehl über die andere erteilte ich Eurylochos. Eine der beiden Gruppen sollte die Insel erkunden. Die andere sollte zurückbleiben, um das Schiff zu bewachen. Und wer entscheidet darüber, welche Gruppe aufbricht und welche zurückbleibt? Es ist am gerechtesten, wenn wir das Los entscheiden lassen. Ihr wisst, warum ich das sage. Ich will euch keine Entscheidung mehr aufzwingen. Es ist genug. Ihr alle wisst, was wir auf unseren Fahrten erlitten haben. Und immer habe ich die Befehle gegeben. Ich kann euch verstehen, wenn ihr mir nicht mehr vertraut. Ich hoffe, dass das Los meine Gruppe begünstigt. Aber das sollen die Götter entscheiden. Hörst du, Eurylochos? Die Götter sollen entscheiden. Und wir haben uns zu fügen. Weiß geht, schwarz bleibt. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass ich etwas ohne dich mache, Odysseus. Die Gruppe von Eurylochos ging. Es war das erste Mal, dass wir beiden uns trennten. Wir blieben zurück und warteten. Die ganze Nacht warteten wir. Bei Sonnenaufgang war Eurylochos mit seiner Gruppe immer noch nicht zurück. Jetzt blieb uns nichts übrig, wir mussten sie suchen. Odysseus! Es war Eurylochos, aber er war allein. Eine entsetzliche Angst hatte seine Seele verwirrt. Wir hatten alle Mühe zu erfahren, was seinen Gefährten zugestoßen war.
Was ist geschehen, Eurylochos? Etwas Schreckliches ist geschehen, Odysseus. Beruhige dich doch. Sag uns, was geschehen ist. Ich weiß nicht, Odysseus. Wir waren im Wald und auf einmal wurde der Wald so sonderbar. Es war so schrecklich, sonderbar? Ich weiß nicht, Odysseus. Es war entsetzlich. Es war so schrecklich. Ich kann nicht mehr. Beruhige dich. Sei ganz ruhig und erzähl uns, was den Gefährten geschehen ist. Die Gefährten verloren allen Mut, als sie sahen, wie Eurylochos vor ihnen lag. Als hätte sich das Schicksal noch nicht genug gegen uns verschworen. Das Schicksal, Odysseus? Du meinst die Götter, deren Zorn du herausgefordert hattest und deren Rache die Gefährten um deinetwillen erleiden mussten. Ich wollte meine Gefährten retten, Alkinoos, weiter nichts. Du verstehst mich falsch, ich mache dir keinen Vorwurf. Dann bitte ich um Verzeihung. Wir waren tief in den Wald eingedrungen, da wurden auf einmal die Blätter fahl. Der ganze Wald war plötzlich wie im Herbst, es war unheimlich, Odysseus. Und rings um uns Stimmen und Geräusche wie von Tieren, die sich im Dickicht bewegten. Wir konnten sie nicht sehen, aber ihre Gegenwart spürten wir deutlich. Und dann... Plötzlich, mitten zwischen den Bäumen, da sahen wir ein Haus, ein wunderschönes Haus, einen herrlichen Palast. Es war ein Palast, der lag wie verzaubert. Der Palast zog uns an und wir gingen hinein. Aber kaum waren wir darin, da hatten wir uns schon verirrt. Der Palast wurde immer größer. Nach einer Weile hatten wir gemerkt, wir kamen immer zum selben Punkt zurück. Dann öffnete jemand eine Pforte und die Gefährten gingen hinein. Ich allein blieb draußen, denn ich war misstrauisch. Auf einmal höre ich ein Grunzen, so ein schreckliches Grunzen, Odysseus. Und wie ich den Gefährten nachgehe, sind sie in Tiere verwandelt, in Tiere! Odysseus, in Schweine waren unsere Gefährten verwandelt, in Schweine! Ich war vor Schreck wie versteinert. Da höre ich plötzlich einen Gesang. Es war eine wunderschöne Stimme, die ich hörte. Gleich danach erschien zwischen den Bäumen eine Frau. Sie ging auf die Schweine zu und lachte dabei. Und du? Ich bin geflohen. Ich weiß nur noch, dass die Mauern sich vor mir auftaten und dass alles wie ein Spuk verschwunden war. Und ich stand wieder auf dem Weg, auf dem wir gekommen waren. Zeig mir den Weg zu diesem Palast. Geh nicht dahin, geh nicht, sonst bist du verloren. Ich will die Gefährten befreien. Zeig mir den Weg. Du befreist keinen Gefährten. Lass uns fliehen, Odysseus. Dieser Tag ist verflucht. Ich werde die Gefährten befreien. Bleib doch hier, wenn du Angst hast und hör endlich auf zu zittern, du Feigling. Es war nicht nur der Mut, der mich dorthin trieb, es war etwas anderes, etwas Unwiderstehliches. Aber hattest du gar keine Angst? Ich weiß nicht, aber wenn ich sie hatte, dann war das Verlangen nach diesem Unbekannten größer als meine Angst. Natürlich wollte ich meine Gefährten befreien, aber ich fühlte auch, dass eine Herausforderung an mich ergangen war. Die Natur auf der Insel war lieblich, meine Schritte waren leicht. Und der Wunsch, dem Gesang der Frau zu folgen, selbst wenn ich ihn nicht mehr hörte, wies mir den Weg. Meine Ungeduld wuchs und ich hatte Mühe, wachsam zu bleiben. Wo willst du hin? Allein, in einem gebirgigen Wald, ohne den Weg zu kennen. Du weißt, eine Frau hat deine Gefährten in Schweine verwandelt und in einen Stall gesperrt. Hast du etwa vor, sie daraus zu befreien? Bist du so sicher, dass dir dein Plan gelingt, dass du nicht selbst in ein Schwein verwandelt wirst, Odysseus? Ja, ich bin sicher. Ich weiß, dass niemand meine Gefährten befreien kann außer mir. Sag mir, warum stehst du an meinem Weg in diesem einsamen Wald und woher kennst du meinen Namen? Sprich deinen Namen nicht laut aus, denn in diesem Wald wohnt Circe. Sie wohnt in jedem Baum, in jedem Strauch, in jedem Zweig. Sie wird versuchen, auch dich in ein Schwein zu verwandeln, wenn du dich ihr nahst. Aber bei dir wird es ihr nicht gelingen. Und dann wird sie sich erinnern. Ich selbst habe ihr geweissagt. Eines Tages werde ein Wanderer kommen mit Namen Odysseus. A portarle ciò che le dee ancora non conoscono. I pensieri, i dolori e i desideri degli uomini, perché questo è il suo destino. Jetzt dreh dich um. Du siehst die Blume am Wasser? Pflücke sie. Pflück sie, Odysseus. Reiße sie aus. Ist das so schwer? Für sterbliche Menschen vielleicht. Diese heilsame Pflanze wird dich vor allem Übel bewahren. Wenn du von ihr gegessen hast, ist die Zauberin Circe mit ihren Künsten machtlos. Aber ich will dir alles erklären, damit du verstehst. Wenn Circe merkt, dass sie mit all ihrer Macht nichts gegen dich ausrichten kann und dir zu Füßen fällt, dann zieh dein Schwert und stell dich, als ob du sie töten wolltest. Sie wird dir dann ihr Lager anbieten und du darfst dich nicht weigern, denn du willst ja deine Gefährten erlösen. Aber sieh dich vor, Odysseus. Lass die Göttin zuerst den Schwur der Unsterblichen schwören, dass sie weder deine Stärke raubt noch deine Tugend. Und sieh dich vor, dass sie nicht deine Sinne gefangen nimmt,
denn gegen diese Gefahr kann dich die Blume nicht mehr schützen. Wo gehst du hin? Wer bist du? Zwischen den Bäumen entschwand Hermes, der Götterbote, in der Tiefe der waldigen Insel. Er hat dir also seinen Namen genannt? Ich wusste, wer er war, als er die Blume ausriss. Aber nun war er verschwunden. Ich stand allein im Wald und dachte an Circe. Dachte an die Kraft dieser Zauberin und wie sie mir wohl erscheinen würde, um mich zu überlisten. Darf ich fragen, was du suchst? Ich suche ein Haus. Vielleicht einen Palast? Suche nur fleißig. Vielleicht ist er ganz in der Nähe, dein schöner Palast. Warum soll er nicht hier sein? Such nur fleißig nach deinem Palast. Den haben schon viele gesucht und sie haben ihn alle gefunden. Darf ich fragen, was du hier machst? Warten. Ich warte auf jemand, immer. Ja, dann erzähl mir doch vielleicht, wie er heißt. Sag mir doch, auf wen du wartest. Ich bin ein Fremder, ich komme von weit her, ich habe große Fahrten gemacht und bin vielen Menschen begegnet. Vielleicht kenne ich ihn. Vielleicht kann ich dir von ihm berichten, wenn du mir seinen Namen nennst. Und wenn du es nun wärst, auf den ich warte? Ach, bitte, würdest du das Feuer schüren? Jetzt spring hinüber. Der Weg zu dem Haus, das du suchst, geht mitten durch das Feuer. Also spring! Muss ich wirklich durch das Feuer, um zu dem Palast zu kommen? Aber das wolltest du doch. Willst du nicht zu mir kommen? Komm und setz dich.
Sobald du getrunken hast, wirst du so glücklich sein wie nie zuvor. Und wie war dir in diesem Augenblick zumute? Ich dachte an die Blume mit dem bitteren Samen und daran, dass sie mich retten würde. Wenn Hermes mich nicht belogen hatte. Jetzt wirst du dich in ein Tier verwandeln. Schnell und ohne jeden Schmerz. Circe hatte Unrecht. Ich empfand Schmerzen. Ich glaubte, ich würde sie nicht ertragen. Mir war, als ob ein Feuer in meiner Brust mich verzehren würde. Als ob zwei Mächte in mir einen fürchterlichen Kampf auskämpfen würden. Einen Kampf auf Leben und Tod. Du sollst in den Schweinestall gehen! In diesem Augenblick erkannte ich an dem Gesicht der Circe, dass sie verloren hatte. Es drückte Erstaunen aus und dann ein tiefes Erschrecken. Geh in den Schweinestall! Du sollst in den Schweinestall gehen! Sie wimmerte, sie schrie, sie war zur Erinie geworden. Ich dachte an den Rat des Hermes, aber jetzt wollte ich sie wirklich töten. Da musste ich plötzlich innehalten. Denn wieder hatte sich Circe verwandelt. Sie war zu einer Frau geworden, zu einer wunderschönen Frau. Ich war gerettet. Circe hatte eine Macht zu spüren bekommen, die ihrer Zauberei überlegen war. Odysseus bist du. Alles ist mir vorausgesagt worden. Odysseus, der Held von Troja. Ein unbezwingliches Herz trägst du in deiner Brust, ich weiß es. Warum hast du mich nicht getötet? Sag, warum tötest du mich nicht? Meine Gefährten. Gib mir meine Gefährten zurück. Ich verstehe nicht, Odysseus. Doch. Wer sind deine Gefährten? Du selber hast sie in Schweine verwandelt. Gib mir meine Gefährten wieder. Aber warum? Das fragst du noch? Weil es Menschen sind. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst. Und wenn ich dir sage, dass ich ihr König bin? Dass meine Gefährten auch meine Freunde sind? Verstehst du mich dann? Nein, noch immer nicht. Ich weiß nicht, was die Menschen untereinander verbindet. Ich weiß nur, dass du es willst und ich muss dir gehorchen. Deshalb werde ich die Schweine verwandeln. So hatte ich das Reich der zauberischen Circe betreten. Noch wusste ich nicht, dass ich selber schon zu ihrem Reich gehörte. Ich war zu sicher und ahnte nicht, welches Verhängnis mich dort erwarten sollte. Denn während ich mich bemühte, meine Gefährten zu befreien, war ich schon dabei, meine eigene Freiheit zu verlieren. Das sind deine Gefährten. Der Anblick ist hässlich. Aber sie wissen nicht, wer sie sind und wo sie sind. Sie leben, Odysseus, aber auch nicht mehr. Sieh sie dir an. Sie brauchen dich nicht. Sieh sie dir gut an. Wenn du willst, werde ich sie in ihr menschliches Leben zurückrufen. Aber überlege es dir gut, bevor du dich entscheidest. Ich will, dass sie wieder Menschen werden. Es war, als ob sie aus einem langen Schlaf erwachten. Sie wussten nicht, wo sie waren. Aber mir war zumute, als wären meine lieben Gefährten zum zweiten Mal geboren. Und wie sahen sie aus? Genauso wie vorher? Ja. Nur ihr Blick war anders geworden, so scheu. Irgendetwas schied uns voneinander, etwas Unbegreifliches. Sie fürchteten Circe und die Gewalt, die sie über euch hatte. Es ist keine Schande, vor dem Unbegreiflichen zu schaudern. Es ist menschlich. Konntest du sie denn nicht beruhigen? Das wäre mir sicher geglückt, wenn ich sofort ein paar freundschaftliche Worte gesagt hätte. Aber ich konnte einfach nicht reden. Ich war genauso verwirrt wie die Gefährten und so sprachlos. Zum ersten Mal war etwas zwischen uns getreten, etwas ganz Unbekanntes. Später, als ich dann auf die Gefährten zuging, da flohen sie vor mir. Odysseus! Sie erschien mir so schön, wie nur eine Göttin schön sein kann.
Und um dieser Frau willen hast du deine Gefährten verleugnet und eure Heimkehr vergessen. Nein. Ich habe nichts vergessen und auch niemanden verleugnet. Meine Gefährten waren voller Entsetzen durch den Wald geflohen und zum Schiff zurückgekehrt. Ich ging ihnen sofort nach, weil ich sie zur Rückkehr bewegen wollte. Die meisten Gefährten waren auch bereit, mir wieder zu folgen. Da stürzte plötzlich Eurylochos auf mich zu. Wir glauben dir kein Wort! Du willst, dass wir in Schweine verwandelt werden oder in Löwen, damit wir den Palast dieser Zauberin bewachen, die dich verhext hat! Habt ihr die Zyklopen vergessen und dass Polyphem unsere Gefährten gefressen hat durch seine Schuld? Eurylochos war im Begriff, die anderen mitzureißen. Da zog ich mein Schwert. Und obwohl er mein Vetter war, ich hätte ihm den Schädel gespalten, wenn er Widerstand geleistet hätte. Als ich sah, wie verwirrt sie waren, wie verwundert, da ging mir auf, dass etwas Furchtbares geschehen war. Ein ganzes Jahr lang war ich im Palast der Circe gewesen. So lange hatten die Gefährten mich nicht mehr gesehen. Weißt du das genau? Ein Jahr warst du bei ihr? Nein, genau weiß ich es nicht. Es gibt keine Zeit im Haus der Circe. Dort steht sie still. Aber draußen am Strand, wo meine Gefährten lebten, da schritt die Zeit weiter fort. Da kehrten die Tage wieder, die Monate, die Jahreszeiten. Meine Gefährten lebten in der Zeit. Du und deine Gefährten. Wie sie sich abmühen, das zu bekommen, was ich ihnen ohne alle Mühe geben könnte. Siehst du die Weinstöcke dort? Hier wuchs nur wilder Wein, aber deine Gefährten haben die Stöcke in Reihen gezogen und veredelt. Und bald werden sie Lese halten. Dabei könnten sie doch in meinem Palast so viel Wein trinken, wie sie nur wollen. Ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe machen. Bei mir brauchten sie in keinem Weinberg zu arbeiten. Und was sie hier alles gebaut und angelegt haben. Ich verstehe deine Gefährten nicht, Odysseus. Warum wollen sie nicht mit uns leben? Das ist leicht zu verstehen. Meine Gefährten sind einfache Menschen. Sie wollen für sich sein. Und vielleicht haben sie Angst vor uns beiden. Oh nein. Es ist wohl kaum Angst, was deine Gefährten von uns fernhält. Vielleicht erraten sie deine geheimsten Gedanken. Vielleicht haben sie dich durchschaut. Sie wollen so leben, wie sie es gewöhnt sind. Kommt näher. Odysseus! 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 Was wollt ihr? Was habt ihr vor? Sprich, Eurylochos, sagt, was ihr mir sagen wollt. Odysseus, du hast unsere Heimat vergessen, Ithaka. Immer wieder versprichst du, dass du uns ins Vaterland zurückführst und immer wieder hast du dein Versprechen vergessen. Und du hast vergessen, mit wem du redest. Du bist nicht mehr König von Ithaka. Das bist du gewesen. Wir erkennen dich nicht mehr an, Odysseus. Odysseus! 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 Helpenor! Wo bist du? Ich sehe dich nicht! Es war ein schlimmer Tag. Er ließ einen Stachel in meinem Herzen zurück. Und ich begriff, dass ich nicht länger bei Circe bleiben durfte, dass der Tag gekommen war, den die Götter für unsere Heimreise bestimmt hatten. Die Vorwürfe der Gefährten hatten die Sehnsucht nach meiner Heimat wieder geweckt. Endlich war der Augenblick gekommen. Jetzt musste ich nur noch die Kraft finden, Circe zu verlassen. Nein, ihr die Wahrheit zu gestehen. Warst du ihr so viel Rücksicht schuldig geworden, dass es dir schwer fiel, ihr die Wahrheit zu sagen? Nein, Königin. Es war ihr Zauber, an den ich gefesselt blieb. Selbst wenn ich sie jetzt verlassen wollte, ich hätte es nicht vermocht ohne ihre Hilfe. Ich will in meine Heimat, Circe. Ich weiß, dass du mich nicht liebst. Nicht einmal du kannst es, niemand. Das ist ja mein Schicksal. Nur den lassen die Götter an meiner Insel landen, der sich nach Hause sehnt und an seiner Heimkehr verzweifelt. Keiner bringt mir Liebe entgegen. Und noch keinen hat es nach meiner Liebe verlangt.
Alle wollen sie mich nur vergessen. Eintauchen in meine Ruhe. Wollen sich selbst vergessen. Wollen sich an mich schmiegen, wie die Tiere es tun. Leben ohne Zeit und warten auf einen Tod, um den sie nicht wissen. Ich erwarte nichts von den Menschen. Ich fordere nichts. Habe ich dich denn jemals gezwungen, bei mir zu bleiben? Also geh, wenn du willst. Ich habe dich nie gezwungen und will es auch jetzt nicht tun. Weißt du noch, als ich dir sagte, dass du das Feuer durchqueren sollst, da hast du es getan. Und du hast es freiwillig getan. Warum fragst du mich jetzt, ob du mich verlassen darfst? Du weißt, dass ich es dir nicht verbieten kann. Warum quälst du mich so? Als du mich batest, deinem Gefährten die menschliche Gestalt wiederzugeben, erinnerst du dich noch, was ich dir damals sagte? Alle Gefahren des Lebens hast du auf sie herabbeschworen. Ja, ich weiß. Aber das Schicksal, das wir in uns tragen, können wir nicht abweisen. Das Vaterland und die Sehnsucht danach, auch das hat uns ein Gott ins Herz gelegt. Vergiss das nicht. Aber du weißt doch, Odysseus, außerhalb meines Reiches kann ich euch nicht mehr beschützen. Außerhalb meines Zauberkreises verlierst du deine Macht über mich. Jene Macht, durch die deine Gefährten wieder zu Menschen geworden sind. Ich wusste nicht, was sie mir damit sagen wollte. Ich hatte sie gebeten, mich zu entlassen, und sie war nicht einmal erstaunt. Aber warum warnte sie mich so eindringlich vor dem Schicksal meiner Gefährten? Sie tat es, weil sie um mich Angst hatte, nicht um meine Gefährten. Mich wollte sie vor Gefahren beschützen. So verstand ich die Worte der Circe. Odysseus, du bist an dieser Insel gelandet. War das ein Zufall? Hast du gewusst, wer dich erwartet? Nein. Und als du mir dann im Wald begegnet bist, auf dem Weg zu meinem Palast, hast du da wirklich nur deine Gefährten gesucht? Und warum allein? Du hattest doch noch deine Gefährten vom Schiff. War es nicht doch eine geheimnisvolle Bestimmung, das Verlangen, einen Blick in ein Reich zu tun, das den Menschen verschlossen ist? Ins Reich der Unsterblichen bist du gedrungen. Jetzt musst du noch weitergehen. Du kannst nicht mehr zurück. Die Schwelle zum dunkelsten Abgrund musst du überschreiten. Welche Schwelle? Die Schwelle zum Hades. Dein Weg führt dich hinab in die Unterwelt, ins Reich der Schatten, wo die Toten hausen. Dort wirst du der Seele des greisen Teiresias begegnen, jenes blinden Propheten. Ihn sollst du befragen, denn ihm gab Persephone Erkenntnis. Und er allein ist weise. Die anderen sind flatternde Schatten. Nie zuvor hat ein Sterblicher das Reich der Schatten betreten. Odysseus, erzähle nun unbeschwert, was du im Reich der Toten erlebt hast. Ein Schatten von deinem Wissen für uns, und wir werden dir ewig dankbar sein. Wie bald wirst du dein Vaterland sehen, wenn ich es wünsche? Viele Seelen kamen aus dem Erebos herauf und näherten sich mir, und mich ergriff bleiches Entsetzen. Schatten, die ihre Schatten begraben. Mädchen in ihrer Blüte gestorben und Greise. Und Krieger, die in der Schlacht gefallen waren. Ich hörte, wie Circe mir sagte: Opfere ein schwarzes Lamm, und Teiresias, der blinde Seher, wird kommen, um von seinem Blut zu trinken. Doch um die anderen Schatten fernzuhalten, musst du beten, Götter der Unterwelt. Götter der Unterwelt. Und ihr Abgeschiedenen. Und ihr Abgeschiedenen. Die ihr an diesem Orte haust, ohne alle Hoffnung. Die ihr an diesem Orte haust, ohne alle Hoffnung. Wenn es mir je beschieden sein wird, nach Ithaka zurückzukehren, dann gelobe ich ein Sühneopfer für alle Toten, meine edelste Kuh und wertvolles Gut. Und für Teiresias opfere ich einen stattlichen Widder, einen Widder mit schwarzem Fell, den schönsten aus all meinen Herden. Indietro. Non vi avvicinate. Non tentate la mia pietà. È solo con Tiresia che devo parlare.
Von dem Blut will ich trinken, Odysseus. Lass mich trinken. Mutter. Mutter, warum bist du hier? Mutter! Edler Sohn des Laertes, du listenreicher Odysseus. Perché mai infelice hai lasciato la luce del sole? Perché sei sceso vivo in questa dimora senza gioia? Per interrogarti, Tiresia, e conoscere il mio destino. Allontana questa tua spada e lascia che io beva il sangue, se vuoi che ti faccia sapere la verità. Verlangt nach glücklicher Heimfahrt, Odysseus. Aber ein Gott wird sie dir schwer machen, deine Heimfahrt nach Ithaka. Höre, dem Zorn des Meeresgottes Poseidon wirst du nicht entfliehen, denn du hast Polyphem geblendet, den Sohn des Erderschütters, und mitleidlos hast du den Blinden verlacht. Wird diese Schuld nie gesühnt? Wir haben genug gelitten. Aber sag mir eins, Teiresias. Werde ich in meine Heimat zurückkehren? Werde ich Ithaka wiedersehen? Du wirst zurückkehren, Odysseus, aber dir stehen noch viele Prüfungen bevor. Viel Zeit muss noch vergehen, bis du Ithaka wieder siehst. Dann wirst du all deine Gefährten verloren haben. Und auf fremdem Schiff wirst du in Ithaka landen. Im Elend wirst du die Deinen vorfinden, das Haus voll übermütiger Freier. Sie verschlingen dein Hab und Gut und werben um deine Frau Penelope. Du musst dich rächen, gewaltsam oder mit List. Ich werde ganz allein in Ithaka landen, ohne meine Gefährten. Fremd und allein, aber du darfst nicht verweilen. Noch einmal, Odysseus, musst du dich zu einer weiten Reise rüsten. Noch einmal musst du dein Ithaka verlassen. Nimm ein schön geglättetes Ruder und segle fort, bis du zu Menschen kommst, die keine gesalzenen Speisen essen und die das Meer nicht kennen. Ich will sie dir deutlich bezeichnen. Wenn dir in der Fremde ein Wanderer begegnet, der dir sagt, du trügest eine Schaufel auf deiner Schulter, dann stecke dein schön geglättetes Ruder kraftvoll in die Erde und bringe Opfer, Odysseus. Versöhne mit stattlichen Opfern den Meeresbeherrscher Poseidon. Erst dann kehrst du zurück und ohne Gefahr überstehst du die weite Reise. Dann opferst du allen Göttern des weiten Himmels Bewohner und der Tod wird sanft zu dir kommen, wenn das Leben dich müde gemacht hat in behaglichem Alter. Und die Menschen deines Volkes werden glücklich sein und sie werden dich segnen. Das ist dein Schicksal. Odysseus, du hast jetzt die Wahrheit vernommen. Nein! Va, Ulisse, lascia questa dimora senza luce, questa terra funesta che tu hai violato, David. Dimentica la nostra morte. Ho avuto la tua verità, ma ora fammi rivedere mia madre. E sei qui, concedimi di parlarle un'ultima volta. Non posso concedere né rifiutare. Non sono più. Non esisto più. Tu cerca al più presto la luce, però tutto qui guarda, per raccontarlo poi alla tua donna. Ich fühle deine Nähe. Agamemnon, ruhmreicher Atreide, du bist im Hades. Welches Schicksal hat dich bezwungen nach dem Sieg über Troja? Bist du ertrunken, sag?
Welches Schicksal hat dich bezwungen? Agamemnon, haben dich Feinde ermordet? Ich bin von allen Gefährten den kläglichsten Tod gestorben. Die Königin hat mich ermorden lassen. Come un toro colpito dal macellaio, sono caduto sotto la feroce spada del suo amante. Ah, non c'è niente più odioso e più cane di donna che tali orrori nel cuore si metta, come colei pensò orrendo delitto al legittimo sposo tramando la morte. Quel perfido mostro coprì se stessa d'infamia, e tutte in futuro le donne, anche se ce ne fosse di buone. Sei auf der Hut, Odysseus, und höre den Rat deines Freundes. Wenn du nach Ithaka kehrst, dann geh heimlich an Land und versteck dich und habe zu keinem Menschen Vertrauen, auch zu deinem besten Freund nicht, und hüte dich selbst vor deiner eigenen Frau. Agamemnon, ich will es befolgen. Nach meinem Tod kann kein Mann seiner Frau nur zärtlich begegnen und jedes Geheimnis mit ihr teilen. Denk an den Tod Agamemnons und vertraue niemandem auf Erden. Sage dies und halte jenes verborgen, damit nicht auch du sterben musst, bevor deine Zeit gekommen ist. Leb wohl, Odysseus. Penelope, als junge Frau ließ ich sie zurück, als ich nach Troja zog. Achille. Achille non esiste più. È morto. È morto combattendo nella piana di Troia. Finché eri vivo ti onoravamo come un dio. Ma anche ora che sei qui sento che la tua gloria domina sui defunti. Perciò non devi rattristarti di essere morto, Achille. Non cercare di consolarmi. Preferirei essere un servo nella casa di un miserabile, ma ancora vivo sulla terra, piuttosto che regnare sui defunti. Tienti cara la vita, Ulisse, la vita è un bene inestimabile. È l'unico tesoro che si possiede. Tu cerca al più presto la luce, però tutto qui guarda, per raccontarlo poi alla tua donna. Madre. Madre cara. Madre. Ti rivedo finalmente. Prima non ho saputo trattenerti. Ti chiedo perdono. Creatura mia, come venisti qui? È tremendo per i vivi vedere queste cose. Quando sei morta, c'era qualcuno a chiuderti gli occhi. Hai ricevuto gli onori dovuti ai defunti. Ich bin gestorben, mein Sohn. Alles andere zählt nicht mehr. Mit meinem Tod hat sich mein Schicksal erfüllt. Aber eines sollst du doch wissen. Ich war nicht krank. Ich bin aus Kummer um dich gestorben. Und was ist mit Vater? Dein Vater, Laertes, er lebt als Knecht unter Knechten auf dem Land. Das Verlangen nach dir bedrückt sein Gemüt und schwer lastet das Alter auf ihm. Vive come un uomo selvatico. Si corica accanto al fuoco d'inverno ed estate su un mucchio di foglie. Dove la notte lo trova, lì si stende e sospira, afflitto per te. Madre mia, lascia che ti abbracci. Che almeno possa abbracciarti. Non puoi, figlio mio, questa è la legge. Quando uno muore, i nervi non tengono più insieme la carne, la consuma la violenza impietosa del fuoco e l'anima, come un fragile sogno, dilegua. Ma tu cerca, cerca di tornare alla luce del sole. Lasciati abbracciare. Wie ein Traum fliegt unsere Seele zu den Schatten der Unterwelt. Mutter. Dreimal springst du hinzu, sie an dein Herz zu drücken. Dreimal wird sie entschweben wie ein Schatten oder Traumbild. Und stärker bis im innersten Herzen wird dich die Wehmut ergreifen. Odysseus,
Alpenor. Ja, ich bin es, Odysseus. Der unglücklichste von allen deinen Gefährten bin ich. Aber du lebtest doch noch auf der Insel der Circe. Du listenreicher Odysseus, Sohn des Laertes, ich bitte dich, lass mich nicht unbegraben und unbeweint, wenn du die Insel der Circe verlässt. Sonst trifft dich die Rache der Götter. Ich will, dass die Enkel noch hören von mir, unglückliche Manne. Also verbrenne mich samt meiner Rüstung und häufe mir dann am Gestade des Meeres ein Grab und setze das Ruder darauf, dass ich lebend geführt in meiner Freunde Gesellschaft. Sagt, was geschehen ist, Eurylochos. Er ist gestürzt, Odysseus. Von da oben ist er heruntergefallen. Er war auf dem Dach und dann hörten wir den Fall. Ich glaube, er war betrunken. Ein paar Augenblicke hat er noch geschrien. Er verlangte nach dir, Odysseus. Nun ist er tot. Wo warst du denn in all den Monaten? Schatten, die ihre Schatten begraben. Er war der Jüngste von uns, nicht der Tapferste und auch nicht der Klügste. Aber ich liebte ihn am meisten von allen. Elpenor hatte ein reines Herz. Nun ist es soweit, Odysseus. Fahre nach Ithaka. Nein, ich fahre nicht. Nicht ohne meine Gefährten. Mit ihnen werde ich kämpfen bis in den Tod. Aber du kannst sie retten, Odysseus. Das weißt du doch. Wenn ich sie retten kann, warum hat dann Teiresias geweissagt, dass ich allein nach Ithaka zurückkehren werde, ohne Gefährten? Stärkt euch mit Speise und Trank, bis der Abend sinkt. Sobald der Morgen kommt, zeige ich euch den Weg und alle Gefahren des Weges. Höre gut zu bei allem, was ich dir sage. Dann weißt du, wie du die Gefährten retten kannst. Die Reise, die ihr jetzt antretet, wird beschwerlich sein. Und gefährlich. Vielen Versuchungen müsst ihr widerstehen. Euer Schiff bringt euch zuerst an das Ufer der Sirenen. Wer ihrem Gesang lauscht, der wird von ihnen bezaubert. Wer sie hört oder sieht, der stirbt einen schrecklichen Tod. Odysseus, hüte deine Sinne. Hüte sie vor den Sirenen. Bleib standhaft, wenn du dich ihren Ufern näherst. Auf den Felsen siehst du Gebeine. Es sind die Gebeine von Menschen, die dem Gesang der Sirenen lauschten. Steuere vorbei. Bleibe standhaft. Lass dich nicht von dem Gesang verzaubern, Odysseus. Wenn ihr unbeirrt an den Felsen der Sirenen vorübergerudert seid, dann musst du selber entscheiden, wohin ihr weiterfahren wollt. In der einen Richtung drohen die irrenden Klippen, denen noch nie ein Schiff entrann, das sich ihnen genaht hat. Wählst du die andere Richtung, dann trefft ihr auf zwei Ungeheuer, Skylla und Charybdis. Sie wollen euch beide verschlingen. Wenn ihr auch diese Gefahr übersteht, dann wartet die letzte, die größte auf euch. Ihr werdet an der Insel Trinakia landen. Die schwarzen Kühe, die ihr dort weiden seht, sind dem Sonnengott geweiht, der alles sieht und hört. Beschwöre deine Gefährten, sie zu verschonen. Es wäre ihr Tod. Thank you.
Ich habe dir alles gesagt. Jetzt reise mit deinen Gefährten. Eurylochos, Perimedes, Herakleon, hört zu, ich habe etwas Wichtiges. Wir brechen auf, wir müssen die Insel verlassen. Wir haben noch härtere Prüfungen vor uns. Wenn ihr mir nicht mehr gehorcht, müssen wir alle sterben. Keiner von uns bleibt am Leben. Was soll diese Drohung, Odysseus? Was ich sage, ist keine Drohung. Teiresias hat es mir prophezeit. In den Hades bin ich hinabgestiegen, um das zu erfahren. Genügt es dir nicht, ruhelos über die Erde zu schweifen? Musst du auch noch ins Reich der Toten hinab? Willst du dich über uns lustig machen? Wir trauern um Elpenor, der ins Reich der Schatten gesunken ist, und du? Kein Sterblicher kehrt aus dem Hades zurück. Was ist mit dir, Odysseus? Hältst du dich für einen Gott? Ihr müsst mir glauben. Wie ihr wollt. Wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, dann werdet ihr hoffentlich glauben, was Circe sagt. Circe? Circe? Wer soll das sein, diese Circe? Könnt ihr euch denn an gar nichts mehr erinnern? Woran sollen wir uns denn erinnern? An nichts? Ihr könnt euch nicht einmal mehr erinnern, dass sie euch zuerst in Schweine und dann wieder in Menschen verwandelt hat? Was hat sie uns denn zu fressen gegeben, Odysseus? Eicheln? Es dauert uns zu lange. Wir wollen nichts mehr hören, Odysseus. Wir haben genug von deinen Reden. Das musst du verstehen. Du bist allein, Odysseus. Denn ich habe in deinen Gefährten jede Erinnerung ausgelöscht. Jede Erinnerung an mich und an meine Insel. Ich habe es getan, damit nichts mehr zwischen euch ist, was euch trennt. Aber deine Erinnerung werde ich nicht auslöschen, Odysseus. Du wirst dich immer an mich erinnern. Unsere Fahrt begann bei günstigem Wind, der unsere Segel blähte. Aber bald legte er sich und die ruhige See spiegelte die Bläue des Himmels. Meine Gefährten holten die Segel ein und setzten sich an die Ruder. Ich hatte den Rat der Circe beherzigt und Waben mit auf die Reise genommen. Die zerkleinerte ich jetzt und mit dem weichen Wachs verstopfte ich die Ohren meiner Gefährten. Ich fühlte, dass wir uns der Insel der Sirenen näherten. Erst verstopft er uns die Ohren und dann will er noch, dass wir seinen Befehlen gehorchen. Wie denkt er sich das? Er weiß, ob es diese Sirenen wirklich gibt, Odysseus. Aber ich will dir etwas sagen. Wenn es sie gibt, dann wirst du sie hoffentlich hören. Und ich hoffe, ihr Gesang ist so schön, so betörend, dass du dich ins Meer stürzt, nur um zu ihnen zu gelangen. Dann hast du deinen Willen und wir fahren ohne dich besser. Gefährten nehmen dich nicht mehr ernst, Odysseus. Sie glauben, dass du deinen Verstand verloren hast. Mein Verstand ist so wach wie immer. Nur keine Sorge, Eurylochos, ihr werdet sehen. Ich werde es euch beweisen, wer ich bin. Sieh da drüben. Das ist die Insel der Sirenen.
Ich will ihrem Gesang lauschen und ich werde es überstehen. Komm, wir haben es eilig. Binde mich an. Beeil dich, Eurylochos. Und so fest wie du kannst. Und bleib in meiner Nähe. Wahrscheinlich werde ich schreien und stöhnen, Eurylochos, aber du wirst mein Wimmern nicht hören. Und wenn ich dich mit den Augen anflehe, dann binde mich fester. Gib mir nicht nach. Ich möchte dich nicht verlieren. Odysseus, du Ruhm der tapferen Achaea. Hochgerühmter Odysseus, dennoch jeder hat den süßen Gesang der Sirenen gelauscht. Auf die Insel, Odysseus. Flieh die Gefahren des Meeres. Komm, Odysseus. Binde mich los! Setze den Sirenen! Ich will auf die Insel! Binde mich los, Arilla, was hilft mir doch! Binde mich los, ich will auf die Insel! Ich will sterben. Nein! Binde mich los, Eurylochos! Ich halte es nicht mehr aus! Ich will sterben! Bindet mich doch los! Ich will sterben! Der verderbliche Gesang verhallte allmählich und hörte auf, mein Gehirn zu zermartern. Ich fand wieder zu mir selbst, war aber vollkommen erschöpft. Ich dachte, mich hätte ein fürchterlicher Albtraum geplagt. Wären da nicht die weißen Gebeine der Umgekommenen, die auf den Felsen lagen, gewesen? Auch meine Gefährten sahen die Gebeine und sie legten sich kräftig in die Ruder, um dem grausamen Anblick zu entfliehen. Der Himmel hatte sich wieder geklärt und der Gesang, den ich nun hörte, stammte von Vögeln hoch oben in der Luft ab. Ich war glücklich. Wir sind schon ein gutes Stück von der Insel entfernt. Hörst du sie noch, Odysseus? Nein, wir haben es hinter uns.
Ich habe sie besiegt. Ich habe die Sirenen überlistet. Ich lebe noch. Wenn er will, kann der Mensch die Götter besiegen. Eurylochos, wir können uns retten. Eviteremo le rupi e prenderemo la rotta più lunga. Basterà avere tenacia, forza. Non dovremo mai fermarci, capito? Non dovremo fare altre soste finché non saremo a Itaca. A costo di qualunque sacrificio. Saremo salvi se eviteremo l'isola del sole. Fallo sapere a tutti i compagni. Vai, diglielo. Ma non mi obbedivano più. Nessuno mi rivolgeva più la parola, nemmeno Euriloco. Ero un pazzo, secondo loro. Arrivammo in vista di un'isola, vollero sbarcare e non potei trattenerli. Pregavo solo che non fosse l'isola del sole. Es war die letzte Rast, wenn wir sie doch bloß vermieden hätten. Du wirst die Insel Trinakia erreichen. Siehe, da weiden die heiligen Rinder des Sonnenbeherrschers. Zwei lieblich gelockte Nymphen pflegen die Weide. Es sind seine Töchter, die mit der schönen Neaera, der Sonnengott, zeugte. Die göttliche Mutter sandte sie fern hinweg zu Trinakias Insel, um die Herden des Vaters zu hüten. Wenn du die schwarze Herde verschonst, mögt ihr gern Ithaka kehren. Wenn du und deine Gefährten sie aber beraubst, dann weissag ich Verderben. Das ist die letzte Prüfung, Odysseus. Versäume sie nicht. Wir stechen sofort in See. Beeilt euch. Nein. Wir warten, bis Wind aufkommt, Odysseus. Gerudert haben wir genug, meint ihr nicht auch? Ich kann euch verstehen. Aber noch bin ich euer König und jetzt hört ihr mir zu. Euer Leben hängt ab von dem, was ich sage. Auf dem Schiff sind noch Vorräte für volle 4 Wochen. Und jetzt will ich euch etwas anvertrauen, was ihr nicht wissen könnt. Die Rinder, die ihr da seht, das sind die heiligen Rinder des Sonnengottes. Wir dürfen diese Tiere auf keinen Fall schlachten. Ihr dürft sie nicht einmal berühren. Habt ihr verstanden? Es ist unsere letzte Prüfung und wenn wir sie bestehen, werden wir bald in Ithaka sein. Aber wenn wir versagen, dann wird sich unser Schicksal erfüllen. Teiresias hat es mir im Hades geweissagt. Keiner von euch wird dann die Heimat je wiedersehen. Keiner. Ich habe die Wahrheit gesagt, meine lieben Gefährten. Jetzt liegt es an euch, mir zu glauben. Kniet jetzt nieder und schwört mir. Ihr sollt mir schwören, ich befehle es! Vier Wochen lang hatte der Vorrat gereicht, den wir auf unserem Schiff mitführten. Immer noch dauerte die Windstille an, die uns auf der Insel des Sonnengottes festhielt.
Solange wir zu essen und zu trinken hatten, brachen meine Gefährten den Schwur nicht. Sie schonten die heiligen Rinder des Helios. Als der ganze Vorrat verbraucht war und ein nagender Hunger uns quälte, versuchten sie Fische zu fangen, mit dem Dolch, mit den Händen, mit dem Netz. Aber der Hunger wurde unerträglich. Und die Rinder blieben in unserer Nähe, herausfordernd und verführerisch. Vater der Götter, hilf mir. Helft mir, ich flehe zu euch, ihr Himmelsbewohner. Ich will nicht, dass die lieben Gefährten sterben. Macht, dass sie mir ihr Vertrauen wieder schenken, ihr Götter. Ich flehe euch an. Gebt mir das Vertrauen der Gefährten wieder. Ich bitte euch, lasst mich sterben, wenn ich die Freunde nicht retten kann. Aber mein Gebet wurde nicht erhört. Sollen wir verhungern? Nur weil wir den Eid nicht brechen wollen, den Odysseus verlangt hat? Er weiß ja nicht mehr, was er sagt. Jetzt glaubt er schon, er ist in der Unterwelt gewesen. Seht euch die Rinder doch mal genau an. Haben die etwas Göttliches an sich? Odysseus hat gesagt, dass sie dem Sonnengott geweiht sind. Dann müssen wir alle sterben. Aber sollen wir hier verhungern, wenn es auch anders geht? Einen Augenblick, Perimedes. Was ist, wenn Odysseus recht hat? Wenn die Tiere wirklich Helios geweiht sind, wer alles hört und sieht? Darauf lasse ich es ankommen. Wenn wir wieder in der Heimat sind, dann bauen wir ihm einen prächtigen Tempel. Aber wenn er sich an uns rächen will, dann ist es mir lieber, auf hoher See zu ertrinken, als hier zu verhungern. Eurylochos hat recht, wir wollen ihn nicht verhungern, also komm! Ja, komm! Sie hätten ja doch nicht auf mich gehört, es war wohl besser so. Jetzt musste sich unser Schicksal erfüllen. Sie aßen bis in den Morgen. Dann kam ein Wind auf und ich war der Einzige, der wusste, dass das Verhängnis seinen Lauf nehmen würde. In meinen Ohren klangen die Worte des Teiresias. Wenn ihr die Stiere des Sonnengottes verletzt, wirst du alle Gefährten verlieren. Verschwunden, Odysseus. Es war doch soeben noch Tag. Was ist denn? Unser Untergang war beschlossen. Hilflos tanzte das Schiff im geistlichen Orkan. Fürchterlich brauste der Sturm. Wir mussten jeden Augenblick versinken. Holt das Segel ein, Perimedes. Es ist nicht ein Augenblick zu verlieren. Beeilt euch, beeilt euch! Beeilt euch! Wir sind verloren, Odysseus. Die Götter rächen sich an uns. Wir haben den Tod verdient. Wir sind alle verloren! Keiner ist verloren. Sie können noch leben. Heil dich! Achtung! Was habt ihr denn? Rudert ihr nicht? Rudert! Rudert doch! Geht nicht raus! Er sein Leben verteidigt den Achten, die Götter! Wir konnten dem Orkan nicht widerstehen. Aufgewühlt war das Meer. Es roch nach Schwefeldampf und mächtige Wogen verschlangen unser Schiff. Ich wurde hinweggespült und sah meine Gefährten versinken.
9 Tage trieb ich an einen Balken geklammert, bis das Meer mich ans Ufer warf. Dort nahm Kalypso mich auf, die mich 7 Jahre behielt. Sie entließ mich und das Weitere wisst ihr, denn nun bin ich bei euch. An unserer Insel bist du gestrandet. Und wenn du von hier nach Hause fährst, dann sollen dich keine Stürme verwehen. Wir wünschen dir glückliche Fahrt nach Ithaka und mögest du deine Gattin unsträflich finden und glücklich die Freunde. Aber eines vergiss nicht, Odysseus. Keiner von uns kennt dein Schicksal. Aber dass du nach all den Irrfahrten zu uns Phäaken gekommen bist, Odysseus, darin, dass du als einziger überlebt hast, erblicke ich der Götter unerforschliches Walten. Wir Phäaken wollen dir helfen, Odysseus, auch gegen den Willen Poseidons. Bei Sonnenaufgang liegt im Hafen ein Schiff für deine Heimfahrt bereit. Bist du so sicher, dass deine Frau immer noch auf dich wartet? Nach so langer Zeit. Und ohne zu wissen, ob du noch lebst? Weißt du denn, ob nicht ein anderer König von Ithaka ist? Reise glücklich in deine Heimat, Odysseus. Und die heilige Macht Alkinoos sandte den Herold, ihn zu dem rüstigen Schiff ans Meergestade zu führen. Das Schiff legte an dem Ufer von Ithaka an, wo 2 Felsklippen die vom Winde gepeitschten Wellen aufhielten. Endlich war Odysseus in seiner Heimat angelangt. Und schon konnte er dort oben sein Haus erkennen. Aber es kam ihm alles anders vor, weil er so lange fort gewesen war. Er beschloss, nicht sofort hochzugehen, sondern ging aufs Land hinaus. Ich bin soeben gelandet und weiß nicht, wo ich hier bin. Sag mir doch, wie das Land heißt und was für ein Volk hier lebt. Ich bin doch auf einer Insel gelandet. Oder vielleicht auf dem Festland? Wo kommst du nur her, dass du das nicht weißt? Die Insel, auf der wir leben, ist zwar nicht sehr bedeutend, aber sie ist sehr bekannt wegen ihrer Fruchtbarkeit. Hier wachsen Oliven und Wein. Du kennst sie. Der Ruf der Insel ist bis nach Troja gelangt. In Ithaka bist du gelandet. Ithaka, sagst du. Ja, ich erinnere mich, den Namen habe ich gehört, sogar in Ägypten. Ich komme nämlich aus Ägypten. Du weißt, das Land der Pharaonen. Ich bin auch auf Kreta gewesen, dort habe ich Orsilochos getötet, den Sohn des Idomeneo, darum musste ich fliehen. Ach ja? Ja, und mit einem Teil der Beute habe ich dann die Phönizier bestochen, mich vor der Rache der Kreter zu schützen. Die haben mich heute Nacht hier abgesetzt. Du bist doch ein Lügner, unverschämt und verschlagen bist du. Das ist doch die Höhe, kommt nach 20 Jahren nach Hause und verstellt sich. Nicht mal als Gott ist man sicher vor so viel Verschlagenheit. Denkst du, ich kenne dich nicht? Du bist Odysseus, der listenreichste von allen Menschen. Aber wir beide verstehen uns.
Denn ich bin Pallas Athene. Ich werde dir helfen, das habe ich doch immer getan. Dass du mich aber auch nicht erkannt hast? Athene erkennen, wie denn? Wie soll ich als Sterblicher die Göttin erkennen, wenn du mir jedes Mal in einer anderen Gestalt erscheinst, Pallas Athene? Und deine Hilfe habe ich lange entbehrt. Seit unserem Sieg über Troja bist du mich dann in die Stadt der Phäaken geführt. Ich habe Angst, dass ich immer noch nicht in Ithaka bin. Sage mir, Göttin, und spotte nicht, bin ich wirklich im Vaterland? Das ist ganz mein alter Odysseus, immer klug und auf der Hut vor den Menschen. Jeder andere wäre ungeduldig nach Hause geeilt, um seine Lieben wiederzusehen. Aber du bist vorsichtig, Odysseus, und deswegen steht Athene dir bei, auch im Glück. Ich will, dass dir alles gelingt. Von nun an bist du ein Bettler. Unerkannt gehst du nach Ithaka. Gehe zuerst zu Eumaios, deinem alten Schweinehirten. Er ist der treueste von allen deinen Knechten. Er liebt Telemach und Penelope. Alle die Jahre hat er auf dich gewartet. Du findest ihn nahe bei Koraxfelsen, am Brunnen Aretusa. Bleibe bei ihm und frage nach allem. Also besprachen sie sich und schieden. Pallas Athene ging zu Odysseus' Sohn in die große Stadt Sparta. Aber Odysseus ging den rauen Pfad von dem Hafen über die waldbewachsenen Gebirge hin, wo Athene ihm den trefflichen Hirten bezeichnete, welcher am treuesten aushielt unter den Knechten des göttergleichen Odysseus. Alter, die tun dir doch nichts. Wir sind angebunden, komm nur. Na, was ist? Du hast doch sicher Hunger. Odysseus betrachtete verwundert die schöne und große Steinmauer, oben mit Dornen umflochten. Vor langer Zeit hatte Eumaios sie errichtet, in Abwesenheit seines Herrn, um die Tiere besser zu erhalten, die ihm anvertraut waren. Stets war er ein guter Knecht, und Odysseus freute es. So, jetzt stärke dich an dem, was ich dir bieten kann, Alter. Und wenn du gegessen hast, sagst du mir, wer du bist. Zeus möge dich beschützen, weil du den Gast so gütig aufnimmst. Zeus möge dich beschützen, mein Freund. Ich freue mich, dass er mir einen Gast geschickt hat. Nimm Platz. Für den Augenblick wirst du zufrieden sein müssen mit dem, was ich habe. Viel ist es nicht, aber es kommt von Herzen, das darfst du mir glauben. Heute Abend gibt es etwas Besseres, hoffentlich reicht es für jetzt. Nur ein wenig Käse. Als unser Herr noch auf Ithaka war, da ging es uns besser. Da hätte ich dich anders bewirten können. An nichts hat es uns gefehlt, als Odysseus noch hier war. Das ist schon lange her. Er ist gegen Troja gezogen und kein Krieger von unserer Insel ist zurückgekehrt. Nimm nur. Odysseus war ein großer König. Der Sohn des Odysseus, Telemach, hatte Sparta verlassen und war nach Pylos gefahren, wo er sein Schiff wieder vorfand. Seine Reise war vergeblich gewesen. Niemand hatte etwas von seinem Vater gehört. Man hatte ihm nur geraten, so schnell wie möglich nach Hause zu fahren. Telemach, Freund, mein Freund, ich bitte dich, nimm mich mit. Bei allen Göttern, ich bitte dich, nimm mich mit auf dein Schiff. Im Namen des Zeus, Telemach, ich bitte dich, nimm mich mit, oder ich bin verloren. Ich habe einen Mann getötet, aber ich habe nur getötet, weil er mich angegriffen hat.
Und jetzt kann ich nicht mehr hierbleiben. Sie verfolgen mich. Seine Verwandten haben mir den Tod geschworen, wenn ich in ihre Hände falle. Was soll ich denn tun? Wer bist du? Theoklymenos ist mein Name. Ich bin ein Seher. Ich weiß, dass du viele Feinde hast, Telemach. Sie warten in deiner Heimat auf dich. Es sind die Freier deiner Mutter. Sie wollen dich töten. Mit einem Schiff liegen sie im Sund zwischen Sami und Ithaka auf der Lauer. Wenn du nicht willst, dass dein Schiff an den Klippen zerschellt und ihr alle ertrinkt, dann steuere fern von den Inseln und fahre auch nur bei Nacht. Und wenn du das andere Ufer von Ithaka erreicht hast, dann geh sofort zu Eumaios, dem Schweinehirten. Steig ein. Wir nehmen dich mit. Ich danke dir. Und Zeus möge euch alle beschützen. Als ob die Götter mir nicht schon genug Trübsal geschickt hätten. Seit Jahren füttere ich nun schon die Schweine für diese Schmarotzer. Und mein König Odysseus muss Hunger leiden, wenn er noch lebt. Aber wer weiß, ob er noch lebt, ob er das Licht der Sonne noch schaut, ob er die Länder barbarischer Völker durchwandert. Besser wäre es für ihn, als im eigenen Palast die Widersacher zu treffen. Seine Widersacher? Was für Widersacher denn? Das verstehe ich nicht. Wo kommst du nur her, Alter? Hast du wirklich noch nichts von den Freiern gehört? Von den Fürsten und Edlen, die Penelope bedrängen? Ach, wahrscheinlich hast du andere Sorgen. Warum soll sich ein alter Bettler wie du darum kümmern, was Fürsten und Könige tun? Komm, wir gehen ins Haus. Die Arbeit ist ja getan. Der Abend ist lang und wir können uns manches erzählen. Ich habe so wenig Gesellschaft hier oben. Es ist selten, dass ein Fremder vorbeikommt. Mit niemandem kann ich über Odysseus reden. Und über das traurige Schicksal von Ithaka. Hoffentlich hat Odysseus viele Diener so treu wie du. Ich meine, wenn er noch lebt. Ja, das wünsche ich ihm auch. Er wird sie brauchen können, wenn er je wiederkommt. Lass uns schlafen gehen, ich bin müde. Seit 20 Jahren ist der König schon fort. Würde man ihn wiedererkennen, wenn er nach Ithaka käme? Ja, ich fürchte. Was heißt, ich fürchte? Er war ein großer König, hast du heute Morgen gesagt. Und wenn ein solcher König zurückkehrt, warum soll sich das Volk nicht freuen? Ach, Alter, das Volk würde sich freuen. Aber ich habe dir doch eben erzählt, viele Freier sind in seinem Palast. Und gegen die wäre Odysseus machtlos. Als Bettler müsste er sich verkleiden, wenn er je zurückkehren würde. Oh ja, die Freier schlagen ihn tot, wenn sie ihn erkennen. Aber die Königin ist doch im Palast. Und vor allem sein Sohn. Nein. Telemach hat uns verlassen, um seinen Vater zu suchen. Er ist nach Pylos gefahren, um bei Nestor Nachricht zu holen. Seitdem wissen wir nichts von ihm. Und Penelope, seine Mutter, wird von den eigenen Brüdern gedrängt, doch einen der Freier zu heiraten. So lebe ich nur noch dem Andenken an meinen guten Herrn. Ich glaube ja nicht, dass er noch lebt. Tja. Aber wenn er je wiederkehrt, mit Haus und Hof wird er mich dann belohnen. Und vielleicht auch mit einer Frau, weil ich ihm treu geblieben bin, ja, dem edlen Odysseus. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, bereitete schon mit Odysseus der treffliche Schweinehirt das Mahl bei angezündetem Feuer. Magst du Oliven, Fremder? Danke. Heute müsst ihr die Herden allein versorgen. Ich bleibe hier. Ich möchte mich mit dem Fremden unterhalten. Na gut, dann gehen wir jetzt. Und einen schönen Tag wünsche ich euch. Danke. Das wünsche ich euch auch. Danke. Wenn man so sieht, wie du einen Baum beschneidest, sollte man nicht glauben, dass du ein Bauer bist. Ja, du hast recht. Ich bin auch nie ein Bauer gewesen. Ich war ein Feldherr. Vor 20 Jahren schon habe ich eine Flotte geführt. Als der Krieg gegen Troja ausbrach, habe ich mein Vaterland verlassen. Mein Vaterland hat sehr viel Ähnlichkeit mit Ithaka.
20 Jahre war ich fort. Was willst du damit sagen, Fremder? Soll das etwa heißen, dass du von Ithaka ausgezogen bist? Nein, das wollte ich nicht sagen. Sieh mal, der Weinberg da drüben, der kann doch nur von jemandem angelegt worden sein, der Ithaka kennt. Vielleicht vom König selbst? Er hat gewusst, dass der Wind dem Wein hier nicht schadet. So war es wirklich, den Weinberg hat Odysseus angelegt. Du weißt ja nicht, mit welcher Freude mich deine Worte erfüllen. Sprich weiter. Ich glaube, ich habe dich verstanden. Bist du mit dem Beschneiden fertig? Was sagst du? Nein, nein, natürlich nicht. Aber du hast recht, besser, wir machen erst unsere Arbeit fertig. Zum Reden haben wir noch Zeit genug. Sind wohl alle Diener Odysseus so treu wie du? Wir werden sehen. Und an Ithakas Ufer lösten Telemachs Freunde die Segel, senkten sie eilend herab, vollendeten dann mit Rudern die Landung. Ihr fahrt weiter bis zum Hafen. Ich gehe zu Eumaios. Theoklymenos, du gehst vor in den Palast. Wir sehen uns morgen. Telemach, mein lieber Junge, bist du endlich zurück und bist du gesund? Wir haben uns viele Sorgen um dich gemacht. Komm, Telemach, komm in meine Hütte und erzähl mir, was du erlebt hast. Du kannst dir nicht vorstellen, was für Angst wir um dich hatten. Weiß deine Mutter schon, dass du wieder da bist? Nein, ich war noch nicht im Palast. Ich bin gleich nach der Landung zu dir gekommen. Aber sag du mir, wie es im Palast aussieht. Wie steht es? Hat meine Mutter einen von den Freiern geheiratet? Nein, nein, es ist alles genauso wie bei deiner Abreise. Es hat sich nichts geändert. Tritt ein, Telemach. Bleib ruhig sitzen, Alter. Eumaios, wer ist dieser Mann? Ich weiß nicht genau. Er sagt, dass er ein Seemann wäre. Ich empfehle ihn deiner Gnade, Telemach. Meiner Gnade, hast du gesagt? Ich bin nicht mal Herr in meinem eigenen Hause und du empfiehlst ihm meiner Gnade, Eumaios. Der Sohn des Königs von Ithaka kann keinen Gast bewirten. Ja, ich bin Telemach, der Sohn des Odysseus. Vor 20 Jahren hat er die Heimat verlassen, um gegen Troja zu ziehen. In seinem Palast herrschen die Freier meiner Mutter mit unbändiger Frechheit. Ich bin zu jung und zu schwach, mich gegen so viele zu stellen. Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass mein Vater noch lebt. Also erschien Athene Odysseus. Sie stand in der Mitte der Hütte und zeigte sich nur ihm. Sie sprach zu ihm: O Sohn des Laertes, vertraue dich nun deinem Sohne an. Offenbare dich ihm. Erlaubst du mir zu sagen, wie ich darüber denke? Natürlich blutet mein Herz vor Mitleid, wenn ich höre, wie sich die Freier in deinem Palast benehmen. Aber sag mir, warum duldest du die Freier so lange? Ich verstehe es nicht. Sind deine Brüder denn nicht bereit, dir zu helfen? Oder ist es möglich, Telemach, dass das Volk von Ithaka gegen dich ist und es mit einem der Freier hält? Oh, wenn ich doch ein Sohn des Odysseus wäre. Oder Odysseus selber. Wollten die Götter, dass meine Kraft noch so jugendlich wäre wie mein Mut? Oder glaubst du im Ernst, ein Sohn hätte jemals das Recht, an der Rückkehr des Vaters zu zweifeln? Also was hindert dich, Telemach, den Kampf gegen die Freier zu wagen? Das will ich dir sagen. Und du wirst mich verstehen. Das Volk von Ithaka mag mich, aber es will nicht wegen mir kämpfen. Die Freier sind stark bewaffnet, Alter. Und Brüder habe ich nicht. Odysseus war der einzige Sohn des Laertes und ich bin der einzige Sohn des Odysseus. Und wenn es den Freiern gelingen würde, mich zu töten, dann wäre das das Ende unseres Geschlechts. Hey, Eumaios. Was fällt diesem Alten ein, mir solche Fragen zu stellen, als ob er mein Vater wäre? Ach, man sollte mir doch den Kopf von den Schultern hauen, wenn ich zu feige wäre, mein eigenes Haus zu verteidigen. Tausendmal lieber sterbe ich noch heute im Palast des Odysseus. Wer bist du, dass du so mit mir redest? Er ist Odysseus.
Dein Vater. O König, verzeih mir. Verzeih, dass ich dich nicht gleich erkannt und dich geehrt habe, wie dir's gebührt. Aber du hast mich erkannt. Und du hast geschwiegen, weil ich unerkannt bleiben wollte. Telemach, ich bin wirklich Odysseus. Der Mann, der nach 20 Jahren des Jammers und Elends in die Heimat zurückkehrt. Du hast mich noch nie gesehen. Ich kann mir denken, wie dir zumute ist. Unzählige Male habe ich mir vorgestellt, wie du wohl aussiehst. Lass dich umarmen, mein Sohn. Nein, geh nicht fort, Eumaios. Bleibe bei uns. Und da umarmte Telemach endlich seinen Vater. In beiden erhob sich das süße Verlangen zu weinen. Sie weinten und klagender noch als Vögel, als scharfklauichte Geier und Habichte, welchen der Landmann ihre Jungen geraubt, bevor sie Flügge geworden. Sie besprachen die Rückkehr in den Palast, und Odysseus sagte mehrmals: Sage mir, wird uns Athenes Beistand genügen, oder muss ich noch andere Hilfe suchen, wenn zwischen den Freiern und uns die Gewalt der Waffen entscheidet? Du bist ohne Gefährten gekommen. So viele sind mit nach Troja gezogen. Das Volk wird Rechenschaft von dir fordern. Du solltest dich vor dem Volk verstecken, Odysseus. Du hast recht, ich werde keine Ratsversammlung einberufen. Das Volk ist immer auf Seiten des Stärkeren, ich weiß es. Jetzt sage mir, wer diese Freier sind. Die Freier? Die Anführer sind Antinoos und Eurymachos. Was, die beiden? Aber das sind doch Kinder. Das waren sie vor 20 Jahren. Ja, das habe ich vergessen. Und wer ist noch dabei? Melanthios, Amphinomos. Ktesippos. Und dann Amphimedon, der Sohn des Melanois. Ah ja, nicht wenige. Wie viele insgesamt? Von Same allein sind es 24. Es sind viele, Odysseus. Zu viele für uns. Niemand darf wissen, dass ich angekommen bin. Auch meine Mutter nicht? Nein, auch deine Mutter nicht. Die Freier werden bald erfahren, dass Telemach wieder da ist und dass sie ihm vergeblich aufgelauert haben. Irgendjemand hat ihn gewarnt. Er hat einen anderen Kurs genommen. So ein Glück wird er nicht ein zweites Mal haben. Ja, wir sollten ihn aus der Welt schaffen, bevor er unsere Pläne noch durchkreuzt. Wenn er erfahren hat, dass wir ihn umbringen wollen, dann wird es bald ganz Ithaka wissen. Ja, es wird Zeit, dass wir handeln. Mit meinem Sohn gemacht. Ich verstehe deine Frage nicht. Sein Schiff liegt im Hafen, Penelope. Ist er denn nicht hier? Wo mein Sohn ist, frage ich dich, also gib Antwort. Woher soll ich das wissen? Bin ich sein Hüter? Ich weiß, was ihr vorhabt, Antinoos. Du bist falsch unterrichtet, Penelope. Du solltest dich schämen, das Unglück andere zu suchen. Hast du vergessen, dass Odysseus deinem Vater das Leben gerettet hat? Dein Vater war ein Seeräuber. In diesem Saal hat dein Vater gewinselt vor Angst, Antinoos. Um Gnade vor Recht. Dieser Feigling. Du bist genau wie dein Vater.
Nichts ist mir heiliger als das Leben deines Sohnes, Penelope. Das schwöre ich dir. Ich fühle mich doch wie sein älterer Bruder. Wer Telemach Böses will, der lernt mich kennen. Da ist ja Telemach. Telemach ist gekommen, Herrin. Die Reise hat dich verändert. Du bist ruhiger geworden, viel männlicher. Mein Beschützer ist wieder da. Es tut mir nur leid, dass ich dir von der langen Reise nicht mehr mitgebracht habe. Telemach, mein Junge. 20 Jahre ist es jetzt her. Da ist dein Vater gegen Troja gezogen. Und weißt du, was er mir beim Abschied gesagt hat? Wenn ich vor Troja falle, dann bleibt dir alles anvertraut. Das Haus, die Bedienten, meine Eltern und vor allem mein Sohn. Und wenn Telemach ein Mann geworden ist, Penelope, dann soll er die Herrschaft im Haus übernehmen. Und nun bist du ein Mann geworden. Wollte Vater, dass du wieder heiratest? Hat der Gast sich schon vorgestellt? Ja, er heißt Theoklymenos. Er ist schon seit gestern Abend hier. Als wir von Pylos losgesegelt sind, hat er mich gebeten, ihn mitzunehmen. Er hat einen Mann getötet. Du bringst einen Mörder ins Haus, Telemach. Warum tust du das? Weil er ein Seher ist. Er hat mir den Rat gegeben, den Kurs zu ändern. Er hat mir das Leben gerettet, Mutter. Ich sollte ermordet werden. Du hast eine gefährliche Reise hinter dir. Sag mir, Telemach, was hast du noch zu berichten? Du warst so lange fort und hast viele Gefahren überstanden. Hast du denn etwas über das Schicksal deines Vaters erfahren, Telemach? Lebt er noch? Nestor hat mich aufgenommen wie seinen eigenen Sohn. Aber ob Odysseus noch lebt, konnte Nestor nicht sagen. Er hat mich nach Sparta geschickt, zu Helena und Menelaus. Und der König hat mir berichtet, was ihm Proteus Verlangen geweissagt hatte. Dass Odysseus einmal auf einer Insel gefangen gehalten werde. Aber ob er noch lebt, wusste auch er nicht. Höre auf mich, Königin, nicht auf den Sohn. Denn Menelaus und Nestor haben nicht alles gewusst. Frage den Seher. Er weiß die Zeichen des Himmels zu lesen. Ich will dir weissagen und nichts von der Wahrheit verhehlen. Odysseus ist nicht mehr fern, er ist schon ganz in der Nähe. Du musst die Freier noch hinhalten. Ersinn eine neue List. Zeus selber bezeuge es, dass Odysseus den Freiern ein schreckliches Ende bereitet. Sag, wie er war. Wer, Telemach? Wie mein Vater war. Ich habe ihn doch nie gesehen. Mein Sohn, wie dein Vater war, möchtest du wissen? Von allen Freiern, die um mich warben, als ich ein junges Mädchen war, kam Odysseus als Letzter. Aber mein Vater wollte ihn nicht. Unter den Freiern war er nicht gerade der Reichste. Also wiesen meine Eltern ihn ab. Und weißt du, was er da tat? Er verließ unseren Hof. Ohne mich auch nur noch anzusehen. Und ich? Ich lief hinter ihm her. Da sah er mich endlich. Ich holte ihn ein, als er auf seinen Wagen stieg. Kein Wort hat er gesagt. Ich stieg zu ihm auf den Wagen und wir fuhren davon. Aber dann kam mein Vater. Der warf sich dem Pferd in die Zügel. Steig sofort ab, schrie er. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Und da
habe ich einfach mein Gesicht bedeckt und mich Odysseus anvertraut. Der schlug auf das Pferd ein. Und dann haben wir geheiratet.